So, was ist denn mit so einem einfachen Fülldrahtschweißgerät möglich? Das fragen sich immer extrem viele Leute. Das habe ich heute ausprobiert. Ich habe hier einen ganzen Stapel an Sachen geschweißt. Ich habe auf dem Boden noch so ein paar Arbeitsproben liegen. Geschweißt, geschweißt, geschweißt. Und dazu mache ich morgen ein richtig cooles Video, was man mit einem einfachen Fülldrahtschweißgerät erreichen kann. Und dann habe ich die nächsten Tage noch ganz viel anderes Material. War der Postbote heute da? Ne? Nächste Woche gibt es wieder anständig Sachen bei Lidl. Nicht nur das Fülldrahtschweißgerät, es gibt den Plasmaschneider. Der Plasmaschneider ist in einer neuen Version mit einem neuen Design und so weiter. Gucken wir uns an. Wir gucken uns hier diesen Trennschneider an, Metall-Trennschneider. Die billigste Möglichkeit, um wirklich Trennschnitte auszuführen. Und es gibt auch einen neuen Kompressor und da steht leise Kompressor. Den gucken wir uns auch mal an, ob der wirklich so leise ist, ob der viel Leistung bringt. Also wir haben nächste Woche richtig, richtig viel vor. Ich weiß, viele von euch sagen, den billigen Schrott brauchst du mir nicht andrehen, aber es sind auch viele sehr interessiert und gerade dieser Plasmaschneider hat natürlich unwahrscheinlich viele Fans. Ich bin da nach wie vor auch ein Fan, weil der wirklich günstig ist für 129 Euro und richtig, richtig gut funktioniert. Aber wie gesagt, heute geht es erstmal um dieses Fülldrahtschweißgerät und das ist natürlich hier eine modifizierte Version. Hier ist ausgeklinkt, hier ist ein Schlauchpaket eingebaut und da ist immer so die Frage, was kriegt man denn mit so einem einfachen Fülldrahtschweißgerät hin? Und ich habe jetzt hier stundenlang gebrutzelt, geschliffen und so weiter und ich bin beeindruckt, was ich da nicht alles hingekriegt habe. Und ich werde jetzt das Video zusammenschneiden, dann lade ich das hoch und ich hoffe, das gefällt euch. So, ich wünsche euch noch einen schönen Samstag und ein schönes Wochenende. Ich hoffe, es kommt Schnee in Maßen und nicht so viel Schnee, dass man da irgendwo nicht mehr aus der Haustür rauskommt. Und wie gesagt, Geräte, was ich eben gezeigt habe, was ich hier vor mir stehen habe in der Originalversion, verlinke ich hier unter. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.